Die Packung gibt mir mehr. So, Freunde, was geht ab? Direkt aus Las Vegas. Ich bin jetzt hier angekommen, circa, wie viel hatten wir? 3 Stunden oder 3,5 Stunden? 4 Stunden Autofahrt von Los Angeles nach Las Vegas. Wir sind jetzt hier eingetroffen im Caesars Palace. Okay, ich bin richtig fertig. Die Autofahrt hat mich müde gemacht. Die Autofahrt war wirklich sehr geil. Kann ich euch wirklich empfehlen. Es ist nicht so wie diese deutsche Autobahn, dass man halt irgendwie so gelangweilt fährt, weil man sieht auf der Autobahn und auf dem Highway oder Freeway, man sieht halt echt Dinge, die sieht man in Deutschland nicht. Auf dem Rastplatz ist ein Auto uns entgegengekommen, das hat fast angefangen zu brennen. Es hat komplett geraucht. Der Arme hat mir wirklich leid getan, aber ansonsten auch irgendwelche Autos, Wohnmobile, die ihr Auto als Anhänger angeschlossen haben. Also ich sage euch ehrlich, ne, die Fahrt von Los Angeles nach Las Vegas ist wirklich sehr spannend. Ich bin jetzt mittlerweile ein bisschen müde. Die ersten 2 Tage habe ich aus Los Angeles jetzt nicht viel machen können, weil der erste Tag hat mich komplett geflasht mit dem Jetlag. Ich habe eigentlich gedacht, mich wird es gar nicht so umflashen, aber ich habe es schon extrem gemerkt. Gestern bin ich teilweise um 20 Uhr ins Bett und habe komplett durchgeschlafen. Und ihr habt es vielleicht auf meiner Instagram-Story gesehen. Ich hatte am ersten Tag, hatte ich dann quasi, nachdem ich übernachtet habe, mein Frühstück bei Subway, habe mir da irgendwie ein Brötchen mit Mozzarella und Tomate gegönnt und den ganzen Tag ging es mir schlecht und dann habe ich komplett von so einem Supermarkt den Parkplatz komplett voll gekotzt. Mir war es so schlecht, ich habe dann wirklich den ganzen Tag im Bett gelegen und ich dachte mir, fuck, eigentlich wollte ich ein paar Videos drehen, wir wollten auf den Walk of Fame, wir wollten Hollywood sein. Wie die ganzen Sachen werde ich euch alles noch zeigen in einem anderen Video, beziehungsweise ihr habt wahrscheinlich das Video schon gesehen. Drum, dieser Part ist Las Vegas und jetzt sind wir gerade hier im Hotel, im Caesar Palace und jetzt bin ich echt gespannt. So, mein Zimmer zeige ich euch gleich. Wir sind hier, wie gesagt, im Caesar Palace. Sieht ein bisschen chaotisch aus. Wir haben gerade die ganzen Sachen hingeschmissen. So, da haben wir das Zimmer, Freunde. Hier einmal Spiegelchen, dann das Riesenbett, King Size. Dann hier nochmal ein Spiegelchen. Hier Bett und Spiegel, immer gut, ne? Wisst ihr Bescheid? Hier nochmal ein Riesenspiegel. Hier die Couch, da habe ich gerade mein Video gedreht. Die gehört eigentlich dort in die Ecke, habe ich mir gerade zurechtgeschoben, damit ich die Belichtung hier mitnehmen kann. Ja, hier nochmal ein kleiner Hocker, ein Riesenfernseher, also ist eigentlich echt groß. Und Badezimmer, also die Dusche habe ich noch gar nicht angeschaut. Hallo, hallo? Oh, da macht gerade schon jemand Stories. Was geht ab? Dusche. Ja, ist schon ganz nice eigentlich. Toilette. Okay, ja. Eine Sache, ne, von der. Ich verstehe nicht, warum in Amerika in den Toiletten, es hört sich jetzt ein bisschen eklig an, aber in jedem Klo in Amerika ist der Wasserpegel extrem hoch. Das irritiert mich komplett beim Geschäft machen, schwöre ich euch. So, wir sind jetzt in Las Vegas draußen. Es ist 8.30 Uhr morgens. Die Stadt ist irgendwie wie so eine Disco, ne? Man läuft einfach die Straße entlang, überall läuft laute Musik. Crazy. Es ist für die Uhrzeit sehr viel los schon. Ah, da ist dieses Palace. Da haben wir gestern übernachtet, dieses Palace. Und ja, jetzt erstmal was essen gehen. Frühstück. Ich muss ehrlich sagen, seitdem wir in Amerika allgemein angekommen sind, tun wir sehr wenig essen. Ich kann irgendwie, seitdem ich da die Kotzerei hatte, kann ich einfach nichts essen. Ich weiß nicht wieso, ich tue jetzt seit 2 Tagen irgendwie nur einmal am Tag was essen und ansonsten zwischendurch halt immer irgendwie ein bisschen was Schokolade oder irgendwie auch trinken. Ich vergesse teilweise wirklich sehr viel zu trinken. Ich muss echt mich mal ein bisschen zusammenreißen. Abgenommen habe ich extrem, weil ich auch sehr viel laufe, sehr wenig esse und natürlich, weil ich auch gekostet habe wegen dem Subway-Ding. Ihr wisst ja, habe ich schon erzählt. Gibt es noch was zu essen? Okay, Freunde, wir gehen jetzt was frühstücken. Ich hoffe, hier kann man was Leckeres essen. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hätte ich jetzt einfach Bock so auf Eier, Bacon und irgendwie ein Baguette oder so. Ich will gar nichts Besonderes. Ich habe einfach gerade mega Hunger und dann nach dem Essen geht es zum Sneaker Store. Ich bin gespannt, denn ich habe Bock, mir eventuell den Adidas Yeezy Basketball zu kaufen. Ich bin gespannt, was der hier kostet. Mein Budget wäre so 600-700 Dollar. Mal schauen, ob wir da uns einigen.
Und vielleicht komme ich ja mit einem Yeezy Basketball nach Hause. Denn ihr wisst, den gibt es ja für Europa nicht. Den gibt es nur als US- und Kanada-Modell. So sieht es nämlich aus. Ey, wie ich es mir erhofft habe, ich wollte Bacon mit Eier. Hier wurde falsch bestellt. Ich bekomme gleich meine Bacon und mein Wunsch ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen. Jetzt wird gleich erstmal gegessen. Ich habe hier schon mal ein bisschen genommen. Schmeckt sehr gut. Freunde, danach geht's ins Sneaker Store. Wir sitzen hier quasi vor dem Eiffelturm. Und ja, so sieht das hier aus. Autos da vorne, die sind übertrieben am Gas geben. Aber macht Spaß, hier zuzuschauen. So, nochmal ganz kurz eine Sache, ne, zur Rechnung, wie das hier in Amerika funktioniert. Also viele werden es wissen, aber viele kennen es auch nicht. Also wir haben jetzt hier ganz normal gegessen, ne? Und dann haben wir hier einmal unsere Rechnung, was wir gegessen haben. 37 Dollar und 82 Cent. Und dann, natürlich kommen da nochmal die Tax dazu, ist hier inbegriffen. Das ist die Steuer. Und dann kann man hier auswählen, wie zufrieden man quasi war mit dem Kellner, ne? Also man hat hier eine Auswahl zwischen 18%, 20% oder 22%. Und das kann man dann selber entscheiden. Dann kommt quasi diese 7,68 Dollar bei 22% nochmal zu den 37 Dollar dazu. Wir in dem Fall geben eigentlich immer 22%. Und ja, weil wie gesagt, die Kellner hier sind echt alle übertrieben zuvorkommen. Und Wasser wird ständig nachgefüllt. Kaffee wird ständig nachgefüllt. Du kriegst es quasi, glaube ich, umsonst. Ne? Ist, glaube ich, hier ohne Aufpreis. Ja, nicht überall, aber die kommen hier. Du trinkst es so leer und dann kommen die, schütten wieder nach. Kaffee ist halb leer und dann wird es wieder voll gefüllt. Also, ja, man ist eigentlich schon mit dem Service extrem zufrieden. Da kann man auch mal gönnen und 22%, 7 Dollar geht voll klar. So, wir sind jetzt hier in der Fashion Mall in Las Vegas. Natürlich vertreten auch Louis Vuitton, wer kennt es nicht. Jetzt geht es gleich in den Sneaker Store. Jetzt ist mir eingefallen, wie der heißt, und zwar Urban Necessities. Bin gespannt, ob ich dort einen Sneaker finde. Ansonsten werde ich natürlich auch in LA, finde ich. Dort gibt es nochmal den Store Round 2 Hollywood. Den kann man auf jeden Fall nochmal abchecken. Aber ich werde jetzt mal hier schauen, ob es hier guten Preis gibt für den Yeezy Basketball und ob die den überhaupt in meiner Größe haben. Ich will ihn unbedingt probieren, natürlich auch schauen, ob er überhaupt zu mir steht. Und wie der fit natürlich ist. Seid gespannt und ich gehe jetzt gleich mal in den Laden rein. Der ist nice. Der, den haben wir ja, ne? Aber, uff. MCA. Geil ist der. Sammlung mit Jordan 1. Schon Traum hier, ne? Geiler Store. Oh shit. Da ist er, Freunde. Oh mein Gott. Ich will ihn mal anprobieren. Ich bin mal gespannt, was er kostet. Wow. Ich bin echt gespannt auf den hier. Lass mal anziehen, oder? Boah, der ist eigentlich schon Dings, der hier nicer, ne? Mhm. Aber von dem gibt es ja zwei verschiedene Varianten. Die Basketball-Variante und die normale. Ich weiß nicht, welche die Basketball-Variante ist. Geil. Oh mein Gott. Boah, das ist krass. Anprobieren, ne? Mhm. Oh mein Gott, sind die niedlich, ne? Alle, guck mal. Die Baby-Size. Nimm mal den, wo war der? Oh shit, welche gibt's noch? Oh geil. Das sind alle. Ist der ganz weiße? Ja. So nice. Hier, Travis Scott in klein. Oh mein Gott, Sechser Travis. Yeah.